Hallo und schön, dass du hier mit dabei bist bei deinem Podcast Selbstbewusstsein, Sexappeal und Charisma to go. Ich freue mich, dass du da bist, dass wir jetzt hier ein bisschen Zeit miteinander verbringen können. Ich heiße Nicole Davido und ich habe mal wieder ein Podcast-Interview für dich heute und ich freue mich total, die wundervolle Nathalie Brühne begrüßen zu dürfen. Nathalie ist die Gründerin der Startup-Schule. Sie hat auch einen wundervollen Podcast, der auch die Startup-Schule heißt. Und außerdem ist sie forschende Doktorandin und sie hilft vor allen Dingen Menschen dabei, mit voller Leichtigkeit den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen. Und deshalb freue ich mich so sehr, dieses Podcast-Interview jetzt mit dir zu teilen, weil ich oft einfach die Frage bekomme, so, selbstständig sein ist irgendwie schwierig und ist das nicht irgendwie voll unsicher und ich habe da ja eigentlich eine Idee und würde super gern rausgehen oder ich würde mich auch irgendwie gerne selbstständig machen mit meiner Dienstleistung, aber irgendwie traue ich mich nicht, weil ja, was denken denn die anderen? Und ja, das sind ganz viele Ängste an die Selbstständigkeit gekoppelt und diese Ängste nimmt dir Nathalie heute in diesem Interview. Also sie teilt wirklich wertvolle Tipps, wie du wirklich ja, das Ganze von einer anderen Perspektive betrachten darfst und wie du vor allen Dingen es dann schaffst, auch wirklich rauszugehen. Weil meiner Meinung nach ist es jetzt die allerbeste Zeit, um rauszugehen mit dem, was dir wirklich am Herzen liegt. Und deshalb diese Podcast-Episode heute. Ich würde mich total freuen, wenn du mir bei iTunes eine Rezension dalässt. Dann können einfach noch mehr Menschen den Podcast finden. Oder wenn du den Podcast weiterempfiehlst, vielleicht kennst du jemanden, der auch sich selbstständig machen will, aber da noch ganz viele Ängste um das Thema hat. Ansonsten freue ich mich auf Feedback. Nathalie bestimmt auch gerne bei Facebook, in meiner exklusiven Facebook-Gruppe Selbstbewusstsein, Sexappeal und Charisma to go. Findest du auch alles in den Shownotes oder bei Instagram @NicoleDavido. Schau einfach mal vorbei und sag mir Bescheid, was du mitgenommen hast von dieser Podcast-Episode. Kannst du auch gerne Nathalie schreiben. Und wir freuen uns auf jeden Fall, von dir zu hören. Jetzt geht's aber erstmal los mit der heutigen Episode. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, ganz viele Erkenntnisse. Hallo, ich freue mich so sehr, dass du da bist, liebe Nathalie. Herzlich willkommen bei meinem Podcast. Ich bin so happy, dass es jetzt endlich geklappt hat mit uns beiden. Ja, wie geht's dir? Wie hast du deinen Morgen gestartet? Ich fühle mich hervorragend und ich fühle mich ganz geehrt, Teil deines Podcasts sein zu dürfen. Ich bin in den Morgen gestartet mit meinem EMS-Training. Meine Coaching-Klientin, die macht EMS, bietet es an, mobiles EMS und kommt dann quasi immer ins Büro sozusagen. Also das war klasse und jetzt fühle ich mich perfekt vorbereitet für dein Interview, um mit dir hier über Selbstständigkeit etc. zu sprechen. Ja, wundervoll. Nathalie, ich möchte mal kurz Beginn der Podcast-Folge so zu der kleinen Nathalie zurückgehen. Erzähl mir mal ein bisschen, wie du warst so als Kind, wo du herkommst, wie so deine Kindheit war. Ja, also ich hole jetzt einfach mal ganz weit aus. Ja. Ich bin groß geworden, also geboren in Düsseldorf tatsächlich, Düsseldorfer Mädchen. Wir sind allerdings dann nach Duisburg gezogen irgendwann, meine Eltern. Und mit 3 haben sie sich dann scheiden lassen und wir sind wieder zurück nach Düsseldorf gegangen. Ja. Also als ich 3 Jahre alt war. Als Kind war ich immer schon sehr, ich glaube, ich war schon auch geprägt so durch diese Scheidung und dieser Cut, der da war. Mein Bruder, meine Mutter und ich, wir sind so ein Dreiergespann auch heute noch. Wir sind dann in Düsseldorf auch echt happy gewesen. Und trotz der Scheidung war ich aber ein sehr unternehmerisches Kind, würde ich tatsächlich sagen. Also ich war immer sehr fröhlich, ich war immer sehr abenteuerlustig, habe Dinge ausprobiert und bin auch dann echt happy gewesen, als ich in die Schule gekommen bin damals. Und so hat sich das auch weiter in meinem Leben so ja, gezogen wie ein roter Faden. Ne? Ich war immer sehr lernbereit, sehr ehrgeizig, hatte immer Lust, irgendwie Dinge auszuprobieren. Also so würde ich die kleine Nathalie beschreiben. Eine kleine, vielleicht könnte ich sagen, Ronja-Räubertochter. Okay, und du hattest damals, wie du sagst, auch schon so Lust zu Unternehmer, du würdest sagen unternehmungslustig oder unternehmerisch. Also kannst du da jetzt irgendwie, wenn du jetzt zurück auf dein Leben blickst und heute deine Situation anguckst, kannst du da auch irgendwie Parallelen erkennen? Es gibt ja immer so die Beispiele von großen Unternehmerinnen und Unternehmern, die dann so sagen, ja, ich habe da schon das Unternehmen gestartet und im Prinzip schon irgendwie gehandelt mit dem und dem. Das kann ich jetzt gar nicht so unbedingt sagen. Also ich habe definitiv auch mit Pokémon-Karten und so gehandelt, also so, ne, schon so Tauschgeschäfte. Ich hatte auch immer so einen kleinen Einkaufsladen, ne, wie viele auch.
Und ich beziehe dieses Unternehmerische aber vielmehr nicht mal nicht unbedingt auf die unternehmerische Tätigkeit, sondern auf dieses unternehmerische Denken und Handeln. Also ich selber habe mich ja viel damit beschäftigt, was macht Unternehmerinnen und Unternehmer aus? Und das ist eben viel diese Offenheit für neue Erfahrungen, Risikofreudigkeit, ne? Also die Risikoaffinität. Und das hatte ich schon, als ich klein war. Ich habe immer viel, ja, ich habe auch diese Jungs-Sachen gemacht. Also ich bin auch gerne auf Bäume geklettert und habe gerne mit meinem, habe einen älteren Bruder und habe dann mit ihm und seinen Freunden auch viel gemacht draußen. Wir waren immer so Naturkinder. Also ich würde jetzt gar nicht mehr unbedingt sagen, so gerade im Grundschulalter, dass ich viel schon irgendwie verkauft habe oder eben finanzielle Ziele hatte oder so. Das jetzt nicht unbedingt, aber diese unternehmerischen Skills, die hatte ich auf jeden Fall schon, ja. Okay, verstehe. Und dann, wie ging es weiter für dich? Also du warst ja nicht sofort, also hast du nicht die Schule fertig gemacht und gesagt, so, ich werde selbstständig. Nein, auf gar keinen Fall. Da sprichst du was Gutes an, denn ich muss echt sagen, ich habe gar nicht unbedingt gewusst, was so eine Selbstständigkeit überhaupt mit sich bringt. Obwohl meine Mutter immer Teilzeit selbstständig war, also sie hat sich im Laufe meiner Kindheit selber selbstständig gemacht mit Immobilien und auch mein Vater ist letztlich nach Spanien ausgewandert, um sich da selbstständig zu machen mit einer Flugschule. Aber das habe ich gar nicht so geschnallt. Also ich habe das gar nicht gewusst, dass es das als Berufsoption gibt, ne? Und das, also wir hatten damals in der Schule sowas wie eine Berufsberatung, aber dass die Möglichkeit besteht, sich selbstständig zu machen, das war irgendwie gar nicht Teil, war gar nicht vorgesehen für uns. Und aus diesem Grund war ich auch nach der Schule eher so ein bisschen, ja, okay, gehst halt den klassischen Weg. Ich hatte ein sehr gutes Abitur, habe aber daraus jetzt nicht wirklich viel gemacht, weil ich wollte nicht Medizin oder Psychologie oder irgendwas in die Richtung studieren und habe dann das gemacht, was viele machen, BWL klassisch studiert und habe dann gedacht, ja, auch da irgendwie immer noch nicht so richtig gewusst, was mache ich damit. Hat aber immer alles irgendwie gut geklappt. Das Tollste war ja da so dieses Auslandssemester, was ich in Kanada verbracht habe. Und da muss ich sagen, bin ich das erste Mal mit Unternehmertum auch richtig in Verbindung gekommen. Also auch wieder viel mehr auf dieses unternehmerische Denken und Handeln. Nicht, wir sollten ein Unternehmen gründen oder so in irgendeinem Kurs. Nee, das war viel mehr sowas wie, ihr startet euer eigenes Projekt und sollt dafür Fundraising machen und gucken, dass da Menschen auf eure Veranstaltung kommen. Also es war so das erste Ausprobieren, etwas Eigenes zu kreieren. Und ich sage ja immer, etwas Eigenes kreieren, das ist so ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Und da war das, auch im Team haben wir das gemacht. Und da war das erste Mal so für mich klar, boah, ich brauche das, ich möchte sowas auf die Straße bringen. Und damals wir haben die Bestnote bekommen und meine kanadische Dozentin hat dann gesagt, Mädels, im Prinzip müsstet ihr das genauso, das war übrigens ein Event zum Thema Self-Doubt, also Don't Doubt Yourself, Be Yourself, hieß das damals. Und das war richtig geil und sie hat gesagt, Mädels, ihr müsst das im Prinzip in die Schulen bringen. Und das haben wir dann nie umgesetzt, das war wahrscheinlich einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt, aber das war für mich das erste Mal so, yes, das ist so mein Weg. Aber auch wieder nicht bewusst, dass ich gesagt habe, ja, ich könnte ein Unternehmen gründen. Das kam erst viel später mit meinem ersten Start-up. Ja, so spannend. Wow. Also ich habe gerade wirklich, ich habe gerade richtig Gänsehaut gekriegt, weil das sind halt auch, also dieser Step, den du gemacht hast, um überhaupt nach Kanada zu gehen. Weißt du, das Leben, das lebt sich auch manchmal so, also man kann das nicht alles so planen, ne? Also obwohl du selbstständige Eltern quasi hattest, ja, trotzdem erstmal quasi hast es gemacht, wie die meisten es machen. Ne? Also erstmal ganz sicherheitsbedingt BWL studieren und dann halt dadurch, dass du ja aber auch irgendwo schon diese Neugierde hattest, um überhaupt nach Kanada zu gehen. Auch da fängt es ja schon an. Ja. Da kam ja dann quasi so der erste Schubs, hey, eigentlich, da ist vielleicht ein ganz anderer Weg für dich. Ja. Ganz genau. Ja. Und wann hast du dann deinen eigenen Startup das erste? Also was war dein erster Startup? Also mein erstes Startup, das war tatsächlich dann im Rahmen meines Masterstudiums. Das heißt nicht mehr, ich bin ins Ausland gegangen in meinem Bachelorstudium. Und dann habe ich den Master angeschlossen, auch wieder, weil ich nicht wirklich wusste, was will ich jetzt machen. Da habe dann Europäische Kultur und Wirtschaft studiert, das ist so ein bisschen eine EU-Politik. Da war auch gar nicht vorgesehen, dass ich da jetzt irgendwie unternehmerisch tätig werde oder so. Dann ist etwas passiert und das ist für mich halt so, da kriege ich Gänsehaut, weil das irgendwie so ein Magic Moment war. Ich bin auf dem Campus entlang gelaufen und lief da so umher, hatte aber auch wirklich immer wieder auch im Kopf, du musst ja irgendwie was finden, was dir Spaß macht. Ich hätte mir aber immer noch nicht vorstellen können, irgendwie in einen festen Job zu gehen. Da war so eine Blockade. Das war so, wie viele, glaube ich, auch vielleicht deiner Zuhörerinnen und Zuhörer haben, zu
vielleicht auch, das kann ja auch bis, keine Ahnung, wie alt man ist, auch noch vorkommen, dass ich sage, ich hatte noch nie das, wo ich sage, boah, ja, da bin ich irgendwie angekommen, da fühle ich mich zu Hause, ne? Und das kann sich auch im Übrigen auch immer ändern, ne? Aber da, das hatte ich so in dem Moment, dass ich dachte, das macht mir alles total Druck. Und dann ist halt Folgendes passiert. Ich lief da so auf dem Campus und sehe in der Ferne einen Stand. Und so einen Stand, wie der auf der Messe halt ist, ne? Und da stand ganz dick in gelben großen Lettern Start-up oben drüber. Und ich dachte, Start-up? Keine Ahnung. Da war das auch noch nicht so in aller Munde. Und dachte, was ist denn ein Start-up, ne? Und irgendwas hat mich wie magisch hingezogen. Ich bin dann auch dorthin gegangen. Da hat ein junger Mann, ist dann lächelnd auf mich zugekommen, hat mir dann einfach erstmal verraten, was denn ein Start-up ist. Und auf einmal ist mir das wirklich wie so Schuppen von den Augen gefallen. Ja, ich habe doch die ganze Zeit schon etwas im Kopf. Das könnte doch eine Geschäftsidee sein. Ne? Okay. Und mit einem Tag war dann mein erstes Startup geboren. Das ist aus der Idee, aus meiner eigenen, das ist oft so bei Gründerinnen und Gründern, das ist aus meiner eigenen Geschichte sozusagen ein bisschen erwachsen. Und zwar habe ich immer so ein bisschen, ich war immer eine Person, vielleicht auch weil Scheidungskind, ne, da lerne ich jetzt gerade sehr viel drüber. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich möchte immer Verantwortung auf andere übernehmen, ne? Immer gucken, so, dass es einem gut geht, ne? Und habe damals dann gedacht, meine Oma, die ist immer so einsam und meine Mutter zum Beispiel, die könnte doch auch mal mehr irgendwie hier mit Freunden noch was machen oder so, ne? Wieso nicht die Menschen, die das Internet nicht zur Verfügung haben, also meine Mutter mittlerweile ist ziemlich gut da drin, aber meine Großmutter zum Beispiel, die hat keinen Internetzugang, warum nicht diese Menschen auf Plattformen verbinden, aber über eine dritte Person? Das heißt, in meinem Fall habe ich mit anderen Enkelinnen und Enkel Kontakt aufgenommen über die Plattform, ein Profil für meine Großmutter angelegt und dann haben wir uns sozusagen connected und sind dann gemeinsam oder eben die beiden zusammen haben Ausflüge unternommen oder irgendwie Dinge zusammen gemacht auf der Plattform konnte, was letztlich auch möglich, dann so Events anzulegen, wie ich gehe mit meiner Großmutter in die Oper, wer möchte mitkommen. Und dieser Stand, um da den Kreis zu schließen, das war ein Stand von einem Businessplan-Wettbewerb. Und ich habe bei diesem Businessplan-Wettbewerb dann mitgemacht und das hat mir halt enormen Aufwind verschafft, dass wir dann da auch noch einen sehr guten Platz und Preis, also Platz gemacht haben und ein Preisgeld gewonnen haben. Also ich habe dann auch noch das erst mit meinem Bruder zusammen gemacht, dann noch mit dem Bruder von meinem Ex-Freund. Also es war wilde Konstellation, aber ich muss echt sagen, es war das Beste, was mir hätte passieren können. Ja, wow, so amazing. Und das war dann dein erstes Startup und dann warst du aber noch in der Uni, ne? Also da war ich noch in der Uni. Und mein erstes richtig unternehmerisch, wenn ich jetzt so überlege, ich habe tatsächlich schon mein erstes Unternehmen schon vor 20 oder mit 20 würde ich jetzt rum sagen, gegründet. Das war aber eher sowas wie klassischer Gewerbeschein, weil ich freiberuflich unterwegs war. Ne? Also das war so, da habe ich dann auch viel in Richtung so Promotion, also wie heißt das? Du weißt, Promotion, oder? Promotion, ja. Dann war auch, ja, genau. Auch wieder so, wenn ich jetzt darüber rede, wird mir das auch bewusst, so Promotion-Jobs, aber habe da dann auch noch nicht nur selber die Promotion-Jobs gemacht, sondern auch noch connected und da dann auch profitiert. Also das war schon sehr unternehmerisch. Aber so richtig, wenn du jetzt so sagst, so in terms of Startup und Business, war das schon meine erste Plattform im Rahmen des Studiums, genau. Okay, und dann hast du aber das Studium fertig, bist du dann nochmal eine Festanstellung als erstes? Yes, also ich habe dieses Startup hat mir meine erste Stelle ermöglicht tatsächlich. Das war die Stelle an der Uni, als wissenschaftliche Mitarbeiterin und am Gründerzentrum, also dem Lehrstuhl angegliedert war. Da habe ich, die suchten jemanden mit Gründungserfahrung und da war ich irgendwie perfekt. Diese Stellenausschreibung, die passte irgendwie perfekt zu mir und habe mich dann beworben und wurde dann auch aufgrund meiner Erfahrung genommen, genau. Und habe dann überlegt, entweder ich mache jetzt mein Business weiter, also das rate ich auch jedem, das ist vielleicht so der erste Tipp, den ich da auch geben kann, versuche nimm dir vor, den Fokus zu halten. Ne? Ich habe dann wirklich auch für mich entschieden, ich mache das jetzt erstmal nebenbei, aber irgendwann wird eine Entscheidung fallen. Ne? Entweder gehe ich jetzt hier voll rein in meinen Job und die Doktorarbeit, oder also beides, das hat sich schnell herausgestellt, ist nicht so richtig möglich. Ne? Also gleich schließt sich der Kreis, wenn ich über meine richtige Selbstständigkeit dann spreche, also die Selbstständigkeit, mit der ich dann wirklich auch mein Geld verdient habe. Aber mit Friendsam war das so, dass ich gemerkt habe, okay, ich finde nicht mehr so viel Zeit dafür. Ne? Und irgendwie kriege ich es auch nicht hin, meine Motivation zu halten, das Ganze zu monetarisieren und habe das dann
abgegeben, erstmal an Studenten. Und dann hat sich auch eine Entscheidung, wie von selbst ergeben, durch die Datenschutzgrundverordnung. Das war dann nicht mehr möglich. Und dann habe ich das fallen lassen. Und dann habe ich mich erstmal wieder auf meinen Vollzeitjob konzentriert. Und jetzt kommt das Spannende. Hab dann den Podcast gestartet, die Startup-Schule, weil ich einfach das alles super gut zusammengepasst hatte. Meine vorherigen Gründungserfahrungen plus die Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen Tätigkeit, und das ist alles in den Podcast geflossen. Und dann hat sich gezeigt, okay, ich habe da A, noch eine andere Idee, die ich dann zwischenzeitlich noch angefangen habe, das ist CapsKeeper, mein aktuelles Startup, plus den Podcast. Das läuft und es kamen erste Coaching-Anfragen und hat sich alles so wieder ergeben. Und dann irgendwann habe ich die Entscheidung getroffen, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ich gehöre hier nicht mehr hin in meine Festanstellung. Und habe dann auch wieder gesagt, damit ich den Fokus habe, lasse ich das liegen und gehe jetzt all in. Aber wie du siehst, halt immer erstmal so ein bisschen nebenbei ausgetestet und dann, wenn es wirklich wichtig war, den Fokus zu haben, dann gesprungen und dann all in gegangen. Ja, das finde ich einen wertvollen Tipp, weil also es gibt ja so Leute und so Leute. Es gibt manche Leute, die sagen, just burn all your bridges, ne? Also so, dass du gar nicht auf die Insel zurückfahren kannst oder so, burn the island, so you can't go back, weiß jetzt nicht, wie das nochmal. Und dann gibt es halt aber auch, also ich glaube, das ist auch wieder so menschabhängig, ja, weil wenn du jetzt irgendwie als Wert Sicherheit hast und irgendwie dir das wichtig ist, dann stresst du dich ja. Und dann ist ja dein Fokus, wenn du dann bist, dann selbstständig, und dann ist dein Fokus nur noch auf dem Stress, dass da vielleicht nicht genug Geld reinkommt oder die ganzen großen Ängste, die halt ja die Selbstständigkeit halt auch mitbringt. Ne? Ja, absolut. Und genau wie du eben auch schon im Vorgespräch gesagt hast, wenn du jetzt irgendwie schon dein Leben lang mit der Selbstständigkeit in Kontakt warst, also das irgendwie auch vorgelebt bekommen hast von deinen Eltern und weißt, dass da jetzt kein Druck kommt, sondern dass da vielleicht sogar eher noch eine Unterstützung kommt, du auch mal fragen kannst, dann ist das auch eine ganz andere Sache, als wenn du jetzt noch nie Kontakt damit hattest und das für dich so ein, ja, von der Gesellschaft her ja auch eher als nicht sicher geframed wird, ne, und du da irgendwie so eine Art Hemmung hast, dann sage ich ganz klar, ist das der perfekte Weg, nebenberuflich in die Selbstständigkeit zu gehen. Dann bleibst du in der Leichtigkeit, ne, und dann kommt kein finanzieller Druck sozusagen auf dich zu, weil du ja weißt, wenn du den Absprung wagst, dann weißt du schon, das wird funktionieren, weil du es einfach getestet hast. Ne? Und deswegen dieses Nebenberufliche in der Leichtigkeit, finanzieller Druck würde nur unkreativ machen. Ne? Und das war bei mir nie der Fall. Ich hatte immer die Sicherheit, hey, das, was ich mache, ist der richtige Weg. Du hast immer irgendwo eine kleine Unsicherheit oder eine Herausforderung oder so, das definitiv. Aber ich hatte irgendwo immer so dieses Grundvertrauen, das geht gut, das wird gut funktionieren. Und aus diesem Grund, burn your boats, heißt es ja, oder burn your bridges, wie auch immer, ist bestimmt auch schon erfolgreich gelungen, ist es aber nicht mein Ansatz. Ich denke wirklich, gerade so wir Frauen, ne, ist es, ich würde schon sagen, das ist auch viel, ich arbeite auch viel mit Femme, also meine Kunden sind zwar auch, ich habe auch viele Männer, aber jetzt so die Startup-Class zum Beispiel, ist die Mehrheit sind Frauen. Und da sind doch die Hemmungen und die Ängste schon sehr groß. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Bei mir war das halt auch so, dass ich da eher erstmal vorsichtig war, getestet habe. Und dann kannst du sicher sein, hey, das wird funktionieren, was du davor hast. Und dann ist dieser Schritt viel, viel einfacher. Was würdest du denn sagen, sind so die Top 3 Ängste der Selbstständigkeit? Der Selbstständigkeit? Ja, Top 3 Ängste. Ich kann jetzt einmal von mir selber ausgehen, nur für deine Zuhörerinnen und Zuhörer, um das einmal zu frame. Also ich kann das einmal für mich selbst sagen, aber auch für die Menschen, mit denen ich bisher arbeite und was ich sonst so beobachte. Ne? Nummer 1 ist natürlich finanziell. Also finanzielle Angst, werde ich überhaupt jemals das verdienen, was ich in der festen Anstellung verdient habe? Und das wirklich zu glauben, ja, also die meisten durch diese Angst glauben sie nicht daran, die hemmt sie daran auch zu glauben, ich kann die Dimensionen, ne, die sind oftmals so klein, bei mir war das genauso, das hat sich erst geändert mit meinem Umfeld, also diese Angst so, was kommt da überhaupt rein, kauft das überhaupt jemand, und da können wir gleich noch drüber sprechen, da gibt es Millionen Wege, damit umzugehen, ne, mit dieser Angst, aber das ist so die Nummer 1, finanzielle Ängste. Werde ich da vielleicht in den Ruinen mich selber treiben? Also da malt sich der Kopf dann ja mal gerne die Horrorszenarien aus. Dann Nummer 2, die Angst davor, was andere sagen, was andere denken.
ne, die du, sobald du rausgehst mit etwas, machst du dich verletzbar oder verletzlich, zeigst du dich natürlich und machst dich angreifbar. Das ist ganz schön. Ich habe jetzt auf Netflix diese Doku oder die Speech von Brené Brown gesehen. Und sie hat das Buch Verletzlichkeit macht stark geschrieben. Und sie sagt sowas, sobald du in die Arena gehst, sie hat das bildlich dargestellt, sobald du in die Arena gehst, wird es Menschen geben, die mit Steinen auf dich werfen. Ne? Und die Erfahrung habe ich gemacht. Und das heißt, das will ich damit sagen, die Angst ist nicht unbegründet, ne? Und du darfst halt lernen, damit umzugehen. Aber die Angst ist auf jeden Fall da, weil wir sind alles irgendwie Herdentiere. Früher konntest du nur überleben, wenn Menschen, warst auf Menschen angewiesen sozusagen, oder bist ja auch heute noch auf diesen zwischenmenschlichen Kontakt angewiesen. Und deswegen ist das ganz, ganz, eine ganz, ganz große Angst, da das Gesicht zu verlieren. Punkt Nummer 3 ist die Angst tatsächlich zu scheitern, nicht mit Blick auf das Finanzielle, aber so ein bisschen auch, da passen die anderen beiden Punkte auch gut dazu, ne? Also die Angst zu scheitern in mit Blick auf Finanzen. Gesicht zu verlieren quasi fast schon, ne? Das Gesicht zu verlieren. Genau. Ja, und Punkt Nummer 2 mit Blick auf das, was könnten dann andere denken, aber das Scheitern auch. Das hatte ich am Anfang, weil das sagt einem ja auch keiner in der Schule, da wirst du, nach dein Scheitern wird verurteilt. Ne? Du kriegst, wenn du Fehler machst, kriegst du Ärger oder eine schlechte Note. Deswegen ist das ganz, ganz blöd geprimed bei uns irgendwie. Und aus diesem Grund, diese Angst davor, Fehler zu machen, die Angst davor, auch sich selber zu enttäuschen. Ne? Ich muss ja eigentlich alles perfekt machen. Die Angst davor, nicht perfekt zu sein, ja. Und die drei, wenn du magst, sage ich auch noch einfach zu den drei Ängsten. Sehr gerne. Wie schaffen wir es, sie über Bord zu werfen? Also die Ängste, es gibt Menschen, die sagen, du wirst irgendwann angstfrei sein und so. Ne? Ich bin der Meinung, mit jeder Herausforderung kommen auch irgendwann neue Ängste. Ne? Und die Angst vorm Scheitern, die kannst du, ja, ich würde schon sagen, doch, die vielleicht loswerden, aber es gibt immer so ein bisschen noch Ängste, die dann hochkommen. Aber du wirst all das, was ich jetzt sage, kannst du auch auf alle Ängste, die dann auch im Rahmen des Unternehmenswachstums kommen, kannst du dafür anwenden. Ne? Punkt Nummer 1 ist die Angst vorm Scheitern, dass du das einfach für dich umframest und sagst, und das ist eine Übung, alles, was du verändern möchtest, bedarf Übung, darf zu einer Gewohnheit werden. Ne? Das heißt, jedes Mal, auch wenn du einen kleinen scheiterst, ne, dass du für dich selber sagst, hey, geil, ich bin gerade gescheitert, was lerne ich daraus? Was sagt mir das gerade? Ne? Und das ist in dem Fall jetzt zum Beispiel ist es bei mir, wenn ich mal zum Beispiel mit einem Kundengespräch hatte oder so, also potenzieller Kunde, mit dem telefoniere ich und der sagt dann hinterher, nee, das ist nichts für mich, vielen Dank. So, ne? Das ist für mich, früher war das erstmal so, oh, der mag mich nicht, was habe ich falsch gemacht und so. Dann geht der Kopf ja an, ne? Und da einfach zu sagen, okay, Moment, was kann ich jetzt daraus lernen? Was kann ich besser machen? Hat das vielleicht auch gar nicht gepasst? Ne? Und das war ist jedes Mal immer ein Stück mehr so, dass es, mir wird es nicht egal, aber mir ist es irgendwo nicht mehr, mich greift das nicht an und mich hält das vor allen Dingen nicht davon ab, weiterzumachen. Also diese Übung und das Scheitern anders zu framen. Dann Punkt Nummer 2, sich mit Menschen zu umgeben, die schon da sind, wo ich noch hin möchte oder die zumindest auf meiner Stufe stehen, ne, die vom Mindset her ähnlich denken und handeln. Denn ich habe letztlich echt so einen richtigen Durchbruch gehabt, als ich angefangen habe, mich mit Menschen zu umgeben, die auch sehr, sehr positiv sind, was es angeht, die aber auch sich zeigen, ne, die real sind, die auch über Gefühle sprechen zum Beispiel, die aber auch groß denken, ne? Die haben meine Dimension gesprengt, sage ich immer. Auf einmal dachte ich so, krass, das ist möglich, das im Monat zu verdienen, so, ne? Und dann war immer so, ja, okay, ja, wenn die das können, kann ich das auch, ne? Und ja, die dich auch hochziehen, mitziehen, ne? Die sagen, ich hatte nämlich auch den Moment, wo ich so gedacht habe, soll ich jetzt wirklich den Absprung machen? Soll ich mal mit meiner Chefin sprechen? Und dann hat ein Freund zu mir gesagt, Nathalie, wie sehr willst du es wirklich? Ne? Und dann habe ich nur gesagt, ja, ich will das wirklich. Okay, wann sprichst du mit ihr? Der hat mich festgenagelt, ne? Und das kannte ich vorher nicht. Das war grandios. Also das ist auch der Tipp, um da wegzukommen vom Weg von zu einer Motivation hinzu, dass ich mal endlich vor Augen habe, wohin soll es denn gehen? Und dann hast du diese Ängste auch gar nicht mehr, was das Finanzielle angeht. Dann wird dir auf einmal bewusst, ja, ich werde nicht nur das verdienen, was ich in der Festanstellung verdient habe, sondern noch viel mehr. Und da gibt es unendliche Möglichkeiten, die du noch anwenden kannst, wie zum Beispiel, was ist das Worst-Case-Szenario? Ne? Was kann im schlimmsten Fall passieren? Ne?
gar nichts. Und aber auch, und ich bin kein Mensch, der sagt, so, du brauchst dich nur hinzusetzen und zu sagen, Vertrauen, alles kommt schon zu mir, ne? Sondern auch wirklich machen, in die Umsetzung gehen und gerne auch planen. Ne? Wer nicht plant, meiner Meinung nach, ist schon irgendwo gescheitert. Also planen in dem Sinne, wo möchtest du denn hin? Ne? Du ruderst ja auch nicht los ohne Ziel, sondern machst dir klar, du willst irgendwo hin, du willst irgendwo ankommen. Ne? Also Ziele setzen, planen meine ich auch damit, dass du die Action Steps formulierst. Und ich wollte noch irgendwas zum Plan sagen. Ich weiß es nicht mehr. Fällt mir vielleicht nochmal ein. Und was ist, wenn du jetzt so ein Mensch bist, der so unglaublich viele Ideen hat? Ja, also das habe ich. Ich kenne auch Leute, die haben so viele. Ich sage immer so the Million Dollar Ideas. Ja, aber die haben dann halt irgendwie 10 davon und was? Also ne, und wissen dann nicht, womit sie anfangen sollen. Und, ja. Ich habe jetzt das schöne Bild. Also im Übrigen, ich gehöre auch zu diesen Menschen. Ja, also okay. Muss sich jetzt keiner irgendwie so denken. So ja, das bin ich und das ist schlecht. Das ist nicht schlecht. Verurteile ich nicht dafür. Im Prinzip ist es sogar sehr, sehr gut. Das heißt, du bist ein sehr kreativer Mensch und hast tendenziell eher auch, denkst auch in Problemlösungen, weil was wollen wir letztlich als Unternehmerinnen und Unternehmer? Wir wollen Geld mit etwas verdienen, was einen Mehrwert für andere schafft. Das heißt, eine Lösung für ein Problem bietet. Ne? Und das ist vielleicht schon mal der erste Schritt, sich bei allen Ideen zu fragen, warum mache ich das überhaupt? Ne? Und zweitens, gibt es da zahlende Kunden für? Das heißt, helfe ich anderen, schaffe ich damit einen Mehrwert? Ist das die Lösung für ein Problem von jemandem? Existiert das Problem? Und ist es die richtige Lösung? Oder ist es die Lösung, die der Kunde dafür auch braucht? Ne? Für diese, weil es gibt auch ganz viele Probleme. Ja, die gibt es. Das kannst du herausfinden. Aber es gibt eben, ist auch oft der Fall, ich biete eine Lösung an. Das ist aber nicht die Lösung, die da gebraucht wird. Also so ein Product-Market-Fit zu schaffen. Ne? Und zu den Ideen oder zu der Kreativität wollte ich nochmal sagen, dass das tendenziell auch später gut ist. Ne? Wenn du dann wirklich mit einer Idee raus bist und merkst, es funktioniert, dann immer mal wieder Ideen zu haben, wie du das Ganze noch abändern kannst und noch vielleicht in eine andere Richtung kannst, ist tendenziell schon mal eher viel besser, als wenn du gar nichts hast. Ich überlege auch immer, wenn so viele Ideen da sind, genau, das Bild, da komme ich darauf zurück, das Bild, was ich mitgeben wollte, ist, was ich selber jetzt gerade mitgegeben bekommen habe, der Kerze. Ne? Was macht man mit einer Kerze, Nicole? Man zündet die an. Richtig, ganz genau. Was brauchst du dafür? Ein Feuerzeug oder ein Streichholz? Ganz genau. Was passiert, wenn du das nicht hast, das Feuer? Dann finde ich eine andere Möglichkeit, die anzuzünden. Also, gut, ich habe gar kein Feuer. Ja? Wenn du gar kein Feuer findest, gar nichts hast? Dann finde ich eine andere Kerze. Also, dann finde ich eine Kerze, die man einfach nur anmacht, eine LED-Kerze. Du bist eine Problemlöserin in dem Fall. Letztlich, ja. Viele sagen dann, ja, dann kann ich es nicht anzünden. Und das ist genau die Quintessenz. Ne? Wenn dein eigenes Feuer nicht brennt, sozusagen, willst du dann andere Kerzen anzünden. So, ja, ne? Ja. Das ist so ein bisschen dieses Bild. Oder wenn du nicht nicht das Feuer hast, um was anzuzünden, deine Geschäftsidee zum Laufen zu bringen, dann hat es gar keinen Sinn. Und früher haben die Studierenden mich dann, ich hab Vorlesungen gehalten und dann haben die mich immer gefragt, ja, ich will das auch, das klingt alles so spannend und so, was soll ich denn machen? Da habe ich immer gesagt, ja, lern dich halt selber sehr, sehr gut kennen, am besten bevor du deinen Kunden kennenlernst, dich selber erstmal wie die eigene Westentasche, um die Stärken und das, wofür du wirklich brennst, auch herauszufiltern. Ne? Also, hinterher treten immer nur die meisten, also die schon weiter sind, jetzt die ich, mit denen ich auch viel zusammen bin oder eben auch Kunden, da ist dann Kundenakquise ein großer Painpoint. Ne? Ja. Also wie komme ich denn an Kunden? Und dann sage ich immer, die haben vielleicht, also in Einzelfällen haben die ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Ne? Also wirklich geguckt, ist das denn das, was ich wirklich überzeugend rüberbringen kann? Bin ich da integer in dem Thema? Ne? Setze ich das, was ich da tue oder was ich anderen sage, setze ich das auch wirklich um? Verkörper ich das? Beispielsweise eben, als ich in den Call kam, habe ich dich gesehen und es war so boom. So, ne? Ich habe nur gedacht, krass, die Frau, die verkörpert das, was sie da auch tagtäglich auf Instagram und in deiner Gruppe und so, was du da machst. Ne? Das passt, das ist stimmig und das merken die Leute. Deswegen mach nicht das, was irgendjemand mal irgendwann zu dir gesagt hat, oder ne, du sollst natürlich auch Geld oder was du glaubst, halt Erfolg für jemand anders gebracht hat, das ist auch. Also es ist schon nicht schlecht, auch mal zu fragen, so, was denkst du denn, was ich gut kann, so eine andere Menschen mal fragen, was schätzt du an mir, aber letztlich dann immer zu hinterfragen, ist das auch das, was ich wirklich machen möchte. Ja, absolut. Woran glaubst du denn scheitern die meisten Menschen an ihrer Selbstständigkeit? Also sie gehen jetzt los oder sie gehen vielleicht auch gar nicht erst los, aber woran glaubst du, was glaubst du ist da das größte Thema?
da vielleicht das Zitat von Henry Ford, ob du glaubst, dass du es kannst oder ob du glaubst, dass es funktioniert oder nicht funktioniert oder du es kannst oder nicht kannst, damit wirst du auf jeden Fall recht haben. Ne? So ungefähr war das sinngemäß. Ich bin der festen Überzeugung, dass es am Unternehmer-Mindset oft scheitert. Ne? Dass es natürlich wichtig ist, ich arbeite so mit einem Konzept zusammen, das ist wie so ein Dreieck. Ne? Es ist oben, steht ganz oben das Unternehmer-Mindset, das vernachlässigen ganz viele, wenn sie losgehen für ihre eigene Idee. Rechts unten ist so Produktentwicklung und Optimierung, also da wirklich viel austesten, dass du ein Product-Market-Fit hast. Aber du kannst es noch so gut Produkt haben, wenn du nicht dahinter stehst und das voll in deiner Kraft, sag ich mal, rüberbringen kannst, dann hat das gar keinen Sinn. Ne? Und dann letztlich Brand-Building, Kommunikation, das Ganze auch wirklich spitz zu kommunizieren. Das geht aber alles nur, ne, wenn du das richtige Mindset hast, wenn du in ja auch im Mehrwert für andere denkst, zum Beispiel, wenn du an dein Produkt, an dich selber glaubst. Und es gibt ja diesen Spruch, irgendwie 9 von 10 Selbstständigen scheitern oder über 90% der Startups scheitern. Ich halte das für eine sehr schwierige Aussage, ne, weil es ist irgendwo natürlich desillusionierend. Und wenn einem das schon so gesagt wird, ne, gleich zu Beginn, ist es so, wir übernehmen sehr schnell Dinge, die wir dann hören. Ne? Und deswegen da zu sagen, ich ziehe da jetzt einfach mal die Scheuklappen an, bei mir wird es aber funktionieren. Und du kannst halt ein kalkulierbares Risiko eingehen, indem du eben einem System, also erstmal deine Idee findest, wofür du brennst, dann herausfindest, ein System für dich anwendest, um herauszufinden, ob das, was du machst, auch wirklich Erfolg haben kann, ob es eine Nachfrage gibt. Und wenn du das alles getan hast, dann bist du so sicher, dass du voll hinter dir und deinem Produkt stehst, ne? Dass du integer bist, dass du authentisch das rüberbringen kannst. Und ja, es läuft auf Persönlichkeitsentwicklung, Mindset definitiv hinaus. Ja, ja, das ist wirklich so, es ist wirklich so wahr und so spannend auch, was du sagst, dass es wirklich immer wieder eigentlich zum Glaubenssystem auch kommt. Ja? Und das stimmt auch, wenn du von vornherein etwas anfängst und die Leute sagen dir, naja, das ist jetzt eine 0,0%ige Chance, dass du da in irgendeiner Form Erfolg hast, mach mal lieber deine Sicherheit, weil da hast du 99%, dass du da Erfolg hast. Klar, ne? Und Nicole, wer sagt sowas, ne? Wer sagt sowas? Das sind nicht die Menschen, die es selber gemacht haben, die in der Arena sitzen. Exakt. Wirklich achte darauf, wer gibt dir Tipps? Sind das Menschen, die schon da sind, wo du noch hin willst? Sind die mit dir in der Arena? Zeigen die sich? Nein, wahrscheinlich nicht. Die sitzen auf den billigen Plätzen. Genau. Deswegen, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, das ist sicherlich auch einer, du hast gerade gefragt, ein Punkt, warum viele scheitern. Die holen sich die Tipps von der falschen Stelle, lassen sich abhalten von Stimmen. Bau dir ein Umfeld auf, was dich nach vorne treibt. Ne? So war. Ja, was du gesagt hast von dem Buch mit Brené Brown, ne, wo sie halt auch sagt, also man muss immer daran denken, die Menschen, die dich buhen, die sind ja am Buhen, weil sie ja nicht in der Arena stehen. Ne? Das ist ja ganz wichtig, ist das auch immer wieder vor. Und ich habe auch den Fehler am Anfang gemacht. Alleine, als ich den Podcast angefangen habe oder in die Selbstständigkeit nach dem Film, also wirklich meinen ganzen kompletten Pfad verändert habe, da habe ich mir auch, also von meinen Freunden, die in der Festanstellung sind, und die dachten alle, ich habe einen Totalschaden, das hast du doch schon irgendwie im Film dich da gut genug etabliert, sodass du da irgendwie von leben kannst, bist du jetzt total bekloppt, dass du jetzt wieder, na, und das habe ich mir echt zu Herzen genommen, bis dann irgendwann mir mein Coach gesagt hat, kannst du mal aufhören, irgendwie mit deiner besten Freundin drüber zu reden, die ja halt Anwältin ist, ja. 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 Die meint es ja nur gut, ne? Es gibt auch ganz viele, die sagen, klar, die machen sich Sorgen, weil sie es selber noch nicht, es ist immer ein Unbekannte dabei, ne? In der Selbstständigkeit. Du kannst nicht in die Glaskugel gucken, ne? Das ist halt so. Und deswegen siehst du halt auch einfach wie ein kleines Abenteuer, ne? Ja. Und deswegen machen sich viele Menschen auch einfach Sorgen um dich, ne? Es gibt halt die und die. Die sich Sorgen machen, die dich einfach bewahren wollen, die dich lieben, die dich schützen wollen. Und dann gibt es aber halt auch die sind halt einfach getriggert und angepieselt davon, weil du dein Ding machst und sie eben nicht. Ne? Also du erinnerst sie an das, was sie eigentlich auch machen können. Umfeld ist sowieso ein wichtiges Thema, nochmal das kurz, unsere Zeit auch ausrunnt, aber das möchte ich trotzdem nochmal kurz dich fragen. Wie würdest du den Menschen, welchen Tipp würdest du Menschen mitgeben, um sich ein neues Umfeld zu schaffen? Ja,
Also, ich bin ja ein Verfechter des Law of Attraction, ne? Also auch viel Energie sei die Energie, die du anziehen willst, ne? Das heißt, du möchtest dich in einem Gewinnerumfeld wiederfinden, dann sei halt ein Gewinner, ne? Also fang bei dir an. Das ist Punkt Nummer eins. Das war bei mir am Anfang, damit hat alles angefangen. Ich habe angefangen, an meiner Persönlichkeit zu arbeiten, mich selber zu reflektieren, war scheiße ehrlich mit mir selber, ne? Habe gesagt, da möchte ich hin und das möchte ich ablegen. Und dann hat es angefangen, dass ich auf einmal Menschen kennengelernt habe, wo ich gedacht habe, krass, die sind ja genauso. Ne? Also das ist Punkt Nummer eins. Du kannst natürlich auch aktiv sein. Geh halt, ich habe jetzt zum Beispiel meine Startup-Class, habe ich ja gerade auch schon erwähnt. Da sind Menschen, die sind alle like-minded, ne? Die supporten sich. Also geh auf Events, Seminare und mach vielleicht Gruppencoachings, da wo du eine Gruppe findest, die werden gegebenenfalls ihr Leben lang zusammenbleiben, ne? Ich hatte vorher ein Gruppencoaching gemacht zum Thema Instagram und ich habe eben von meiner Coaching-Klientin erfahren, dass die wöchentlich telefonieren immer noch, ne? Das ist der Wahnsinn. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, Netzwerk-Events, aber er trifft halt erstmal die Entscheidung. Ne? Trifft halt erstmal die Entscheidung. Viele sind dann noch so blockiert, ja, aber wie? Und nee, entscheide einfach, du musst gar nicht wissen, wie, entscheide einfach erstmal, ich möchte ein neues Umfeld aufbauen oder zumindest noch andere Menschen kennenlernen. Ja, so schön. Und jetzt sehen wir noch ganz kurz ein bisschen von der Startup-Schule. Also wie läuft das ab? Also wie können sich Menschen auch da enrollen? Ja. Also die Startup-Schule, die ist im Prinzip mittlerweile die Startup-Schule bietet die Startup-Class an. Ich habe viel One-on-One gecoacht. Das mache ich, da habe ich nicht mehr so viel Kapazitäten. Das mache ich wirklich nur noch in ausgewählten Fällen, vermehrt mit Menschen, die schon ein bisschen weiter sind, die schon selbstständig sind, aber sagen, hey, ich will das Ganze noch auf ein nächstes Level bringen, vielleicht noch mehr in Produkte denken, weil ich da selber eben sehr viele Erfahrungen habe. Dann die Startup-Klasse ist für diejenigen, die wirklich noch ganz am Anfang stehen, die sagen, ich möchte da raus, ich habe eine Idee, weiß aber nicht wie, da gebe ich einfach ein System an die Hand. Also ich arbeite mit Startup-Methoden, wie du Step-by-Step dein Fundament für dein eigenes Business aufbauen kannst, was langfristig eben garantiert, dass du einen zahlenden Kundenstrom hast und da eben eine Selbstständigkeit, soweit es geht, halt sicher aufbaust, ne? Und eben nebenberuflich ganz viel. Da kann man sich, im Moment läuft die halt, ne? Ich weiß jetzt gerade noch nicht genau, wie das weitergeht, es wird sicherlich wieder eine Startup-Class geben. Gerne einfach per Mail oder auf der Website oder gerne auch in den Podcast reinhören. Ne? Also die Startup-Schule ist auf der, damit hat ja alles begonnen mit dem Podcast, oder mich auf Instagram anschreiben, dann kann ich da in sozusagen aufnehmen und dann die News rauskommen lassen, wenn die rauskommen. Was ich jetzt anschließe an die Startup-Class ist die Travel-Class. Das ist noch gar nicht offiziell gelauncht. Wir fahren mit 8 Teilnehmerinnen und Teilnehmern fahren wir nach Österreich zum Kallerhof, Wellness, Workation sozusagen. Es gibt Input von mir, einfach für Menschen, die sagen, hey, ich habe Bock, mich mit neuen Menschen zu umgeben, in ein Gewinnerumfeld reinzukommen und da gemeinsam Dinge zu bewegen und das eigene Business nochmal aufs nächste Level zu heben. Das ist schon fest in Planung. Oh, wie schön. Oh, das hört sich amazing an. So mit 8, aber 8 ist auch eine schöne Gruppe, da lernt man sich richtig ganz intensiv kennen und so. Ja, das wir machen dann einen richtigen Bewerbungsprozess, weil es halt nur 18 genau. Und ich will gucken, dass es eine homogene Gruppe ist. Darauf freue ich mich mega. Ich kann das gar nicht erwarten. Ich fühle mich richtig vorfreudig, weil das für mich halt auch so ist. Das ist nochmal, das ist das, was ich auch ganz viel mache, ja, mit meinen Freundinnen und Freunden, mit dem neuen Umfeld auch, was ich aufgebaut habe. Wir fahren ganz viel weg. Danach bin ich immer so, ich war jetzt gerade mit Yvonne und Rebecca, zwei Freundinnen von mir, war ich in Dublin und es war so wieder, und zwar so krass. Das ist einfach nur schön, wie wir uns gegenseitig unterstützen, wie wir uns gegenseitig aufzeigen, was möglich ist. Einfach nur grandios. Und das wünsche ich auch ganz, ganz vielen anderen Menschen. Ja, und vor allen Dingen unter Frauen. Ne? Das macht nochmal so einen Unterschied, wenn wir uns gegenseitig empowern. Und das ist ja auch wieder ein Mindset, den wir ja gerade durchbrechen. Von daher, so schön. Ich danke dir, Nathalie, wirklich. Ich bin so inspired. Danke. Und ich weiß auch, ich habe wenigstens mal ein paar Antworten hier auch, was so die Ängste und die Selbstständigkeit angehen, weil ich weiß, dass das viele beschäftigt. Und ich bin wirklich auch ein Fan davon, dass Menschen rausgehen, wenn sie irgendwie diese Flamme in sich spüren, ne? Dass da diese Angst überwunden wird, weil ich glaube halt vor allen Dingen in der heutigen Zeit, so wir leben halt in einer Zeit, wo wir uns wirklich ein außergewöhnliches, erfülltes Leben erschaffen können.
Und das ist so wichtig, dass wir diese Möglichkeit nutzen, ja. Also, und deswegen, ich danke dir so sehr für deine Arbeit und dass du da, ja, dass du dafür auch losgehst, andere Menschen zu empowern, dasselbe zu tun. Also, vielen Dank dafür. Dankeschön. Mein Dank gilt dir, dass ich A, hier sein durfte und B, dass du so eine großartige Arbeit machst, dass du dich entschieden hast, auch wenn es Gegenwind gab, ne, da zu sagen, ich mache den Podcast, ich mache das, was ich hier mache und empower da eben auch ganz, ganz viele andere Menschen. Das ist nicht, wir dürfen uns das jeden Tag klar machen, das ist nicht selbstverständlich. Ne? Das ist eben angstbehaftet und deswegen auch an deine Community, go for it, macht es, probiert euch aus und es ist ein ganz, ganz erfüllendes Gefühl. Ja, schön. Vielen, vielen Dank, Nathalie. Ich danke dir. Okay, du wundervoller Mensch. Ich danke dir so sehr, dass du hier heute mit uns ein bisschen Zeit verbracht hast. Und ich hoffe, du hast ganz viel mitnehmen können. Ich hoffe, du bist genauso inspiriert wie ich und dass dir auch die Ängste jetzt genommen worden sind und dass du wirklich rausgehst. Go for it, so wie Nathalie sagt. Go for it. Es ist deine Zeit, ja, und egal was, du machst einfach eine Erfahrung. Es gibt nie so etwas wie Niederlagen, es gibt nur so etwas wie Lessons und Erfahrungen. Und deswegen, ich hoffe, dass wir dich da heute ein bisschen empowern konnten, dass du da wirklich auch losgehst. Und wenn du noch weitere Fragen hast, dann schreib sehr gerne uns eine Nachricht, eine E-Mail. Du findest alles in den Shownotes. Ansonsten schicke ich dir jetzt erstmal ganz viel Liebe in deinen Abend oder in deinen Tag. Und ja, freue mich auf nächste Woche mit einer neuen kraftvollen Folge. Much love, dream big, deine Nicole.